Das ist eine ernste Lage. Und wer sich angeschaut hat, was Putin in den letzten Jahren und auch im letzten Jahr geschrieben und gesagt hat, wer ihm zugehört hat, wie ich in einem längeren Gespräch, das wir miteinander in Moskau geführt haben, der weiß, dass ihn all diese Dinge umtreiben und dass er tatsächlich vorhat, etwas zu verändern an der Geografie Europas. Und das ist sehr bedrohlich. Ja, soweit Bundeskanzler Olaf Scholz gestern in der ARD. Wir befinden uns derzeit in der schwersten Sicherheitskrise in Europa seit einer Generation, sagt der Politologe und Sicherheitsexperte Johannes Farwig. Er ist Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Universität Halle-Wittenberg und war bis zum vergangenen Juli Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Jetzt ist er uns zugeschaltet. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Wittmann. Herr Professor Farwig, Putin hat Truppen entsandt. Der ukrainische Präsident hat eine Teilmobilmachung von Reservisten angekündigt. Ist das schon Krieg? Ja, das kann und muss man schonungslos so sagen. Da ist durchaus auch noch Eskalationspotenzial nach oben. Aber der Krieg hat eigentlich begonnen. Das müssen wir ganz nüchtern konstatieren. Das Treffen zwischen Joe Biden und Wladimir Putin ist abgesagt. Damit ist die Diplomatie am Ende oder gibt es noch einen anderen Ausweg? Das ist offenkundig bedauerlich jetzt die Lage. Auf der anderen Seite wird natürlich, ich hoffe, eher früher als später wieder die Stunde für Diplomatie kommen. Und wir dürfen diese diplomatischen Kanäle, die wir noch haben, zu und mit Russland jetzt auch nicht abbrechen oder vernachlässigen. Aber die Bemühungen des Westens, diesen Konflikt friedlich beizulegen, die sind einstweilen gescheitert. Und ich muss auch selbstkritisch sagen, es gilt für mich, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass Putin so entschlossen ist und so wenig eigentlich an Interessenausgleich interessiert ist, sondern offenkundig ein Drehbuch im Kopf hatte. Und Sie haben das gerade in der Anmoderation mit Kanzler Scholz zu Recht gesagt. Wer hören wollte, könnte das hören. Ich hatte das gehört, aber ich habe nicht geglaubt, dass er das wirklich wahrmachen will. Aber das Bild ist jetzt so, dass das ein kalter Plan ist, der von Putin durchgezogen wird. Und wir müssen uns wirklich jetzt auf eine Eiszeit im Verhältnis mit Russland einstellen, aber gleichzeitig natürlich für den Tag vorausdenken, wo wieder bessere Beziehungen möglich sein werden. Wladimir Putin hat zur Bedingung für ein Ende der Ukraine-Krise gemacht, die Ukraine nicht in die NATO aufzunehmen und die Anerkennung der Krim als Teil Russlands zu bestätigen vom Westen. Wäre das der berühmte kleine Finger, nachdem dann die ganze Hand genommen wird? Das sieht jetzt offenkundig so aus. Ich denke, noch letzte Woche hätte man argumentieren können, dass der Westen vielleicht etwas geschmeidiger auf russische Sicherheitsinteressen hätte eingehen können. Und dazu gehört die Frage der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Ich habe immer zu denen gehört, die sagten, lass uns das doch als Eintrittskarte für die Verhandlungen nehmen, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt und damit russischen Sicherheitsinteressen entgegenkommen. Aber wie sich heute die Lage darstellt, ist das in der Tat der kleine Finger, dem dann die ganze Hand und der Arm folgt. Und das kennen wir in der Tat aus der Geschichte, dass in dieser Situation dann Appeasement gewissermaßen nicht mehr die richtige Strategie ist. Und so stellt sich die Lage bedauerlicherweise heute dar. Sie haben aber auch in den vergangenen Wochen kritisiert, die NATO habe Russland an den Katzentisch verwiesen. Geht es da auch um ein verlorenes Gesicht? Ja, richtig. Das Verhältnis NATO-Russland ist gewissermaßen aus den Fugen gekommen. Oder anders formuliert, Russland hat nicht seinen Platz in der europäischen Sicherheitsordnung gefunden. Und das ist zum Teil auch unser eigenes Versäumnis. Und dann haben sich die Dinge hochgeschaukelt. Das ist also wie fast jeder Konflikt mit sehr, sehr langem Vorlauf. Und da gibt es viel aufzuarbeiten auf allen Seiten. Das Kind ist jetzt gewissermaßen in den Brunnen gefallen und wir sollten jetzt alles tun, dass es wieder rauskommt. Und da müssen wir über die richtige Strategie jetzt wirklich nüchtern nochmal neu nachdenken. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir uns die Rollen genau anschauen müssen, die die NATO spielt, die USA, die Europa und vor allem, was ist eigentlich die Aufgabe Deutschlands in diesem Konflikt? Ja, Deutschland sollte nach wie vor auf Ausgleich setzen, nicht zu den Scharfmachern gehören, aber gleichzeitig klare Kante fahren. Das ist jetzt der diplomatische Spagat, vor dem wir stehen. Und wir dürfen die Ukraine natürlich in dieser Situation nicht alleine lassen. Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland und auch der gesamte Westen entschieden, dass wir nicht bereit sind, für die Ukraine in den Krieg zu ziehen. Das heißt, es wird kein Deutscher oder kein NATO-Soldat bis jetzt jedenfalls in diesem Krieg sein Leben riskieren. Und
Das ist der Handlungsspielraum, den wir haben. Wir können jetzt nicht mehr tun als verurteilen, müssen aber letztlich akzeptieren, dass die Ukraine gewissermaßen Opfer russischer Aggression ist und wahrscheinlich noch stärker sein wird. Und das ist eine sehr, sehr bittere Lage. Da gibt es nichts schön zu reden. Das Kind nochmal ist in den Brunnen gefallen. Sagt Johannes Favig, Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik in Halle-Wittenberg. Herr Professor Favig, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Schönen Tag. Danke.